Wieder leuchtet mir das Licht, wieder schaue ich klar das Licht, wieder schließt es mir den Himmel auf und die Nacht verscheucht es mir. Wieder deckt's mir alles auf und bringt mir alles an den Tag. Wieder schaue ich das Licht allein, wieder hebt's mich über alle Sichtbarkeit empor und oh, desgleichen trennt es mich von allen Sinnendingen. Wieder weilt, der über allen Himmeln ist, den keiner von den Menschen je gesehen, in mir. Nicht entriegelt er die Himmelstür, nicht bricht er Bahn sich durch die Nacht, nicht scheidet er das Luftgebild und er versehrt das Dach des Hauses nicht, nein, ohne auch nur etwas zu durchdringen, weilt er bei mir, dem Armen, mitten in der Zelle mein und inmitten meines Geistes und mitten in mein Herz hinein fällt das Licht mir und es verharret alles, wie es ist. Und dieses Licht erhebt mich über alles. Und ich, der ich inmitten aller Dinge bin, bin allen Dingen nun entrückt. Ja, glaube gar dem Körper selbst entrückt. Hier bin ich gänzlich nun in Wahrheit ich, wo nur noch Licht um mich. Ja, nur noch Licht. Da ich es schaue, werde ich von selber einfach, ohne Falten. Das sind, o Christus, deiner Wunder staunenswerte Taten. In meiner Zelle sitze ich bei Nacht, bei Tag. Die Liebe ist zugegen, auch wenn sie sich nicht zeigt und wenn man sie nicht erkennt. Und wenn sie außer allen Kreaturen ist und wenn sie wiederum in allen ist, sie ist ein Feuer, ist ein Glanz, wird Lichtesnebel, wird zur Sonne gar. Als Feuer spendet sie der Seele Wärme, zündet an mein Herz, facht es zur Sehnsucht und zur Liebe seines Bildners an. Und ich bin hinlänglich entflammt, dass meine Seele brennt, umgibt sie gänzlich mich mit Lichtesstrahl, senkt Strahlenbündel mir in die Seele ein und da sie meinen Geist erleuchtet und ihm Klarheit gibt, macht sie ihn fähig, Tiefen zu betrachten. Dein Licht, das mich umstrahlt, o Christus, erweckt zum Leben mich, denn dich sehen heißt zurück ins Leben gehen, heißt von den Toten auferstehen. Was dein Bild bewirkt, nicht kann ich sagen, doch das weiß ich wirklich und erkenne es. Ob mich nun Krankheit, ob mich Schmerz, ob Trauer, ob mich Bande, Hunger und Gefängnis fesseln, noch schwerere Beschwerden mich beschweren, erstrahlt dein Licht. Wird alles mir wie Finsternis vertrieben und verscheucht und in Ruhe und in Licht und in des Lichts genießen, sehe ich plötzlich mich gestellt durch deinen Gottesgeist. Ich weiß, dass Rauch die Schmerzen sind. Wie eine Sonne schaut man dich, denn da die Finsternisse fliehen, sich verziehen, so mein ich, dass du kommst, der du doch aller Orten gegenwärtig bist. Sobald du ganz mich wie vorhin umgeben, sobald du ganz umschlungen mich mit deinen Armen, mich bedeckt, werd ich befreit von Übeln, Finsternissen, Prüfungen und Regungen, die wieder die Vernunft und allem bösen Denken werde ich entrissen,
Mit Gutsein werde ich erfüllt, mit Jubel, Freude, unglaublicher Geisteswonne, indem die furchtbaren Mysterien ich schaue und gewissermaßen neue Wunder schaue. Schaue, was kein Menschenauge schaut, noch schauen kann und was in keines Menschenherz je kam. Darob erstaune ich gar sehr und meine Kraft verliere ich. Gänzlich werd ich allen Erdendingen fremd. Beständig geht mein Lob zu dir und meine neue Wandlung in mir merkend, das Maß der Hilfe von allmächtiger Hand, wie du beim Strahl und beim Erscheinen deines Lichts mir alle Traurigkeit genommen. Ja, ich hatte schon Simeon den neuen Theologen erwähnt. Mit ihm sind wir in einer Zeit, in der Mystik ein Stück weit noch stärker hoffähig wird, beziehungsweise auch in die Hauptstadt kommt. Simeon der neue Theologe war Mönch in einem Kloster in sehr, sehr enger Abhängigkeit zu seinem geistlichen Vater. Und er steht für etwas, was evangelische Theologen, insbesondere nach den Differenzierungen von Max Weber, mit Charisma im Gegensatz zum Amt bezeichnet haben. Also Simeon, der neue Theologe, hat sich sehr stark charismatischen Autoritäten gefügt und gesagt, ich vertraue stärker jemandem, der in irgendeiner Weise vom, ich sage es mal wieder etwas flapsig, Heiligen Geist geküsst worden ist. Das ist mir wichtiger, als dass jemand durch eine Ordination, durch eine ordentlich hierarchische Einfügung in sein Amt kam. Und damit hat Simeon nicht nur gegenüber seinen Mitbrüdern, sondern auch gegenüber der kirchlichen Hierarchie durchaus Probleme gehabt. Das hat Theologen evangelischer Provenienz immer wieder fasziniert. Also eine der bedeutendsten Studien zu Simeon, dem neuen Theologen, stammt von einem Kulturprotestanten des ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhunderts, Karl Holl. Der hat eine Studie geschrieben, in der er genau diese beiden Größen gegenübergesetzt hat. Charisma auf der einen Seite und Amt auf der anderen Seite. Und diese Gegenübersetzung ist vielleicht auch etwas, was orthodoxe Mystik, die immer wieder auch hoffähig gemacht werden sollte, die immer wieder institutionalisiert in die Kirche hineingezogen werden sollte, was sie doch ausmacht und was auch ein Stück weit geschätzt wird von der Hierarchie. Also während im westlichen Christentum Charismatiker häufig immer eher an den Rand gedrängt werden, als Spinner verurteilt werden, gibt es eine gewisse Wertschätzung von solchen charismatischen Persönlichkeiten mit ihren mystischen Erfahrungen, sofern sie nicht vollkommen gegen Kirche und Hierarchie predigen. Also das ist etwas ausgewogener als bei uns, hängt damit zusammen, dass die orthodoxen Kirchen wesentlich stärker als die westlichen Kirchen neben der Theologie im engeren Sinne und der Christologie auch eine sehr ausgeprägte Pneumatologie haben, das heißt eine Lehre vom Heiligen Geist. Ein Grundunterschied zwischen östlicher und westlicher Mentalität, zwischen östlicher und westlicher auch Kirchenstruktur, das Wirken des Heiligen Geistes, das freie Wirken des Geistes, was auch kirchliche Grenzen sprengen kann, das ist trotz aller Hierarchie, die wir als Beobachter aus dem Westen immer wieder wahrnehmen können im Osten, das ist trotzdem geduldet. Und diese Freiheit des Geistes, die führt dazu, dass man das Kirchenrecht überschreiten kann, indem man nicht akribisch dem Recht folgt, sondern dem Heilsplan der Ökonomie Gottes. Das wird deutlich, indem in der Liturgie die Punkte, wo der Heilige Geist anwesend ist, wirklich auch sinnfällig verdeutlicht werden. Da wird ein Velum über den Abendmahlsgaben geschwungen und macht deutlich, jetzt passiert das Entscheidende. Bei der sogenannten Epiklese, der Herabrufung des Heiligen Geistes auf die Gaben auf dem Altar, da fällt die Gemeinde nieder. Also
Geist, Charisma spielt eine entscheidende Rolle im östlichen Christentum. Und die hat vielleicht auch dazu geführt, dass solche Leute wie Simeon, der Theologe, der neue Theologe, nicht nur den Titel Theologe, also der wird nur ganz wenigen orthodoxen Theologen überhaupt zugebilligt, Johannes dem Täufer, Entschuldigung, nicht Johannes dem Täufer, Johannes dem Evangelisten, Gregor von Nazianz, dem Theologen. Also Simeon, der neue Theologe, hat auch so einen Titel bekommen, obwohl er irgendwie querständig war, obwohl er rausfiel aus den klassischen Kategorien der Hierarchie. Wie gesagt, das hat auch Leuten, die auf der anderen Seite Lutherbücher geschrieben haben, gefallen, weil sie gemeint haben, in der lutherischen Reformation vielleicht ähnliche charismatische Tendenzen auch wahrzunehmen. Eine spannende Gestalt. Simeon, der neue Theologe, erste Hymne. Komm, wahres Licht. Komm, ewiges Leben. Komm, verborgenes Mysterium. Komm, namenlose Köstlichkeit. Komm, Unaussprechlichkeit. Komm, Wesen fliehend, Menscheneinsicht. Komm, immerwährende Erhebung. Komm, abendloses Leuchten. Komm, ersehnt von allen, die nach Erlösung dürsten, komm, der Totenauferstehung, komm, Mächtiger. Mit bloßem Wink erschaffst du immerwährend alles, verwandelst es und wechselst es. Komm, gänzlich unschaubar, unberührbar, unantastbar, komm, immer bleibend, unbeweglich. Doch ganz hinübergehend in die Stunden, du kommst zu uns, die wir im Elend liegen. Und doch steht über allen Himmeln dein Gezelt, komm Name hochersehnt und hochgefeiert, es auszusprechen, was du bist und wie du bist, das zu erkennen und wie dein Dasein ist, uns ewiglich versagt bleibt. Komm, Freude ohne Ende, komm, Kranz der Unverwelklichkeit, komm, unseres großen Gottes, unseres Königs Purpur, komm. Gürtel wie kristallerglänzend, im bunten Spiel der Perlen schimmernd. Komm, Zuflucht unerreichbar, komm, Königspurpur, Rechte der erlauchten Majestät, komm, den meine arme Seele ersehnt hat und ersehnt. Komm, Einsamer zum Einsamen, denn einsam bin ich, wie du siehst. Komm, der du mich allein gestellt, zum Einsamen gemacht hast auf der Erde, komm zur Sehnsucht bist du mir geworden.